Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Next Demon Extinction. Heute werden wir den hier einfach machen. Erde. Ja. Ja, im letzten Part haben wir Nivalis und Boreus oder so bekommen. Okay, im Osten müssen wir hin. Okay. Wir müssen aber jetzt erstmal wieder shoppen gehen, weil der letzte Kampf gegen die Legendären, ne, das war kein Zuckerschnecken, ganz, das war kein Zuckerschnecken, Schlecken, whatever. Alter, wir haben ja hier fast gar nichts. Egal, kaufen wir hier für ein paar. So, bestätigen. Und hier für ein paar. Dann gibt's jetzt nicht so die krassen Sachen. Und wir müssen unsere Nexomon heilen. Das müssen wir auf jeden Fall noch tun. Können wir ja hier machen. Also ich wollte was trinken. Ich trinke mal eben was, Leute. Denn ich habe Durst. Durst! So. Ne, habe ich ja. Okay, dann mach ja. Dann mach halt ja. So. Auf nach Osten. Ab in den Osten. Der Kälte hinterher, hey yo, was geht? Der Kälte hinterher, hey yo, was geht? Osten, irgendwo im Krater. Ich weiß gar nicht, wo der Krater überhaupt ist. Und ich will da nicht kämpfen, ich gehe hier rüber. Ja, war klug. Yeah, es war klug. Ja, Schildkröte, ne? Du bist nicht so schnell. Ah, da drin wahrscheinlich, oder? Warte, er ist hier drin. Ist aber kein Krater, ne? Kacke, wo ist der? Oh nein, da bin ich irgendwo reingelaufen. Oh, du siehst cool aus, Flizzard. Du siehst echt gut aus. Mann, wo muss ich denn hin? Irgendein Krater, ich weiß nicht, wohin. Ah, hier ist der Krater. Oh, da ist aber keine Bäre, ne? Warte, sollte Petrams Seele nicht hier in der Mitte sein? Glaubst du, jemand hat ihn gefällt? Dann kann er nicht allzu weit weg sein. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen mal nach oben. Oh ne, da ist gar nichts. Ne, gegen dich will ich nicht kämpfen. Lass mir in Ruhe, danke. Heißt, er muss hier unten sein wahrscheinlich. Da ist er. Hey, das ist der Baum. Die Gilde hat ihn vom Krater weggebracht. Oh nein. Gib mir ihn her. Gib mir ihn. Ihr Verräter. Was machst du denn hier, Moritz? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du diese Mission zugeteilt wurdest. Welche Mission? So ein gruseliger Baum fing an, in der Mitte des Kraters zu wachsen. Niemand wusste warum, also sind wir gekommen, um ihn zu holen. Können wir ihn berühren? Natürlich nicht. Er könnte gefährlich sein. Wir wollen nur helfen. Hast du keine Arbeit für uns? Etwas, das es uns erlaubt, den Baum zu berühren vielleicht? Du fasst diesen Baum nicht an, verschwinde! Nun, was jetzt? Ich glaube, die Gilde hat Angst vor den Jägern. Vielleicht denken sie, sie wollen den Baum stehlen. Nun ja, Lateria würde diesen Ort gerne plündern, wenn sie könnten. Nun, warum sorgen wir nicht dafür? Lass uns ein paar Jäger anheuern und diesen Ort überfallen. Was? Bist du dir sicher, dass wir die Guten sind? Wir sollten mit Laterias Chef sprechen und ihm um Hilfe fragen. Was sagst du, Moritz? Zurück nach Lateria? Ja, gut. Dann probieren wir das. Ich weiß zwar nicht mal, wo Lateria ist. Mit welchem Chef? Da. Den Weg zum Branken. Sie sind südlich von hier. Okay, okay. Gott, da muss ich ja erstmal da runterkommen, ne? Ja, gut. Ah, hier. Hier ist eine Treppe. Okay. Oh, ich hoffe, die helfen uns, Leute. Ach, mit Sicherheit, oder? Wer würde mir schon nicht helfen wollen? So, okay. Ist das nicht Moritz? Was bringt dich hierher? Ich hätte gedacht, du feierst eine Party mit deinen Freunden von der Gilde. Du weißt schon, weil euer Vados und uns die ganze Arbeit abnimmt. Wir brauchen eure Hilfe, um etwas vom Außenposten der Gilde zu stehlen. Warte, was? Ich kenne diesen Außenposten, aber warum schlagt ihr sowas überhaupt vor? Das ist doch unehrenhaft.
Das geht gegen jedes Prinzip, das wir seit Jahren... Wir bezahlen euch. Hä? Hehe. Hahaha. Moritz, mein Freund, du magst wie ein Gildentamer aussehen, aber tief im Herzen bist du ein wahrer, laterianischer Jäger. Hahaha. Also, wann schlagen wir bei diesen Gilden an zu, hm? Sobald wie möglich, wir müssen ihnen diesen Baum wegnehmen. Ihr wollt einen Baum stehlen? Ja, das sollte machbar sein. Dann brauchen wir eine Menge Männer, die sich dazu bereit erklären, die Gilde anzugreifen. Ich werde den Überfall ausarbeiten. In der Zwischenzeit solltet ihr mindestens 6 Söldner rekrutieren. Schafft ihr das? Geht zurück zur Stadt und überzeugt genug Männer, diesen Job zu machen. Okay. Das mag nicht günstig sein, aber es ist die einzige Möglichkeit. Okay, ich bin gespannt, wie teuer es wird. Ich hoffe, die wollen nur 10.000 oder sowas. Hi. Hi. Nein. Okay. Ich glaube, die wollen nicht. Die wollen, glaube ich, wirklich nicht. So, hier, du da. Was mit dir? Nimm alles in Fähigkeiten eines gewissen Wert. Bla bla bla. Der will nicht. Die sprechen nicht. Mann. Was mit dir? Oh. Das sind die Jäger. Einen haben wir. Nice. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier gucken. Hier steht niemand. Gott, die Stadt ist halt so riesig, ne? Aber du siehst auch danach aus. Ich habe keinen Super-Ether. Naja, vielleicht komme ich gleich noch bei irgendwo vorbei, bei einem Shop. Dann könnte ich es probieren. Nicht günstig, ja, akzeptieren. Oh, ja, ja. Sehr gut. Sehr schön. So, 4 Stück brauchen wir noch. Wir brauchen Super-Ether. Super-Ether. Nur Kuchen? Das ist aber... traurig. Zeig mal her. Gegengift. Auch nur Schrott. Okay, danke. Danke für den Schrott, ganz ehrlich. Woher krieg ich denn Super-Ether? Weiß das einer? Ich weiß es nicht. Meint ihr, in Häusern sind auch welche? Söldnis? Weiß es nicht. Nee, ich habe keinen Super-Ether, Junge. Dir kann ich nicht helfen. Ja, okay. Helf uns. Helf uns bitte. Sehr schön. So, damit hätten wir 3. Verkauf dir Super-Ether hier, kleiner Fuchs. Ja, verkauf dir. Ich brauche 7 Stück oder so. Danke. Danke, danke. So, 3 hätten wir. Ich glaube, da oben ist auch noch einer. Ja, da. Aha. Oh Gott, ich soll erst gegen den kämpfen. Okay. Oh Gott, was ist das denn da für ein Schleimviech? Eine Bombe. Er schmeißt Bomben. Nee. Alter, der ist viel zu gut. Oh Gott, Leute, das wird wieder ein Kampf hier. Verliere mein ganzes Geld bei diesen Gegnern. 70 Schaden und ich bin verbrannt. Ein Witz, Psychobombe. 14 Schaden. Oh Gott, das tut weh. Psygeisier. Ich hoffe, die anderen, die schaffen es auch ohne dich. Kaninui. Pandra, komm raus. Mach mal hier schwarze Flamme. Ist nur nicht so effektiv, wie ich gerade feststellen muss. Ach, daneben, ey. Auch noch ein Feuerviech, okay. 73. Ihr seid doch... Nee, ihr seid doch nicht mehr von allen Geistern. Die Dings. Glatteis, komm. Bitte mach guten Schaden. Nee, also ganz ehrlich, ne? Ohne Kanu nie... schaffen die gar nichts. Jetzt mal wirklich. Ohne Kaninui schaffen die wirklich nichts. Nichts!
ihr nichts nutze. Ganz ehrlich, ey. Ich glaube, ich muss die alle trainieren, Leute. Oh, bevor wir weitermachen können, es tut mir leid. Psygeisier. Würde ich auf jeden Fall alle auf Stufe 50 trainieren. Wenn nicht sogar 53, wenn ich das hier schon wieder sehe. So, mach ihn jetzt fertig. Nee, doch. Mach ihn jetzt fertig, danke. Sehr schön. Items. Bitteschön. 49, es tut einfach weh. Es tut weh, hast du keine Gefühle oder was? So, weg mit dir. So, du bitte auch, weiche von mir, du Dämon. 46, aua, das tut weh. Es tut einfach weh. So, ich hoffe, ihr schafft das, ganz ehrlich. Das ist die Weiterentwicklung, ne? Mach mal Prügler, bitte. Wie machst du? 14 Schaden, wow. Egal, solange du triffst, ist alles gut. 87, oh Gott, aua, das tat weh. So, Prügler, bitte. Wie? Er heilt sich. Ist nicht gut. Er heilt sich sogar sehr, sehr gut. Oh, nein, ich sehe das doch jetzt schon wieder. 111? Ist doch ein Witz, oder? Es ist einfach ein Witz, Leute. Es ist ein Witz. Ohne Kaninui schaffe ich ja gar nichts. Sollte mir ein Team aus 6 Kaninuis hier machen. Ganz ehrlich. Ihr könnt einfach alle nichts, ja? Und du lächel mich nicht so blöd an. Ach Gott, ey, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Ja, gut, ne? Ich heile meine nächste Mon nochmal wieder und danach muss Kanuni alles wieder machen. Wie immer. Wie immer. Aber ich möchte nicht so viel Gold ausgeben, Leute. Wir gucken mal ganz kurz, was wir für nächste Mon haben. Was haben wir denn? Vielleicht stellen wir uns einfach ein neues Team auf, ganz ehrlich. So, was ist denn so ein bisschen unserer Liga? Die sind das, aha. Oder wir fangen uns einfach eins. Wir fangen uns jetzt einfach ein paar. Ich denke, dann läuft alles besser. Boah, nervt mich das jetzt schon wieder, Leute. Nee, komm. Komm, wir machen den jetzt hier eben. Team. Du. Neues Haupt, Nexomon. So, ja, komm. Mein Gott, ey. Psygeisier. 47 geht halt noch. 100. Ah, gut, er hat sie selbst explodieren lassen. Okay, dann ist das in Ordnung für mich. So, dann nehmen wir das hier auf jeden Fall. Achso, ist ein Wiederbeleber. Achso. Hier. Nehmen wir das. 17. Hahaha, 17. Du bist doch schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Oh Gott, direkt der Endgegner. Inception. Mal gucken, was das ist. 22, okay. Wir machen wieder Herstellung. Na, sicher ist sicher. Und dann machen wir Psygeist hier einfach weiter. Ah, da ist er wieder. Sehr gut. Gibt uns hier nochmal eine Chance, uns voll zu heilen. Da haben wir schon ein Wasserviech. Was echt schrecklich war, weil es mich eingefroren hat. Vorhin. Die Turnung liegt echt auch vorhin. Weil jetzt gerade nicht. Sehr gut. So läuft das doch gut hier. Psychobombe. Nice. So, hallo. 40, nice. Ist ganz guter Schaden. Machen wir einmal so. Müde. Und dann können wir Item nutzen. Nehmen wir das hier lieber. Ach. Das hier. Danke. 37 ist in Ordnung für mich.
So, dich müssen wir jetzt haben, oder? 38, ich bin schneller. 37, ich hab dich. Nice, sehr gut. Hab dich, hahaha. Und nicht schlecht, du bist stark. Ich denke, ich kann euch meine Kraft zur Verfügung stellen. Sehr gut. Das bedeutet, wir haben jetzt vier. Haben wir vier? Vier oder fünf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich ja noch, wo einer ist. Oder? Ich habe es, glaube ich, schon wieder vergessen, wo der war. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich gehe mal hier runter eben. Da ist noch jemand. Ja, bekommst du. Ups. Ja. Sehr schön. Sehr gut, dann fehlt uns nur einer. Der war jetzt hier rechts, glaube ich, irgendwo, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Sind hier hochgegangen. Da, da warst du. Akzeptieren, ja. Sehr schön. Oh, hey, wir haben schon 6 Leute zusammen. Wir sollten zurück zum Chef. Ja, das sollten wir. Habe ich mein nächstes Mal geheilt? Ja, habe ich. System. Speichern. Ja, überschreiten, danke. Und rein mit uns. Aha, wundervoll, Moritz. Mit so vielen Jägern auf unserer Seite können wir den Außenposten ohne Probleme überfallen. Zeit der Gilde zu zeigen, dass sie sich nicht mit Laterie anlegen sollten. Ha! Ihr solltet natürlich nicht teilnehmen. Immerhin müsst ihr eure Deckung als Gildenmitglieder wahren. Aber keine Sorge, wir bringen euch diesen Baum zurück. Hey, aber verletzt die Tamer nicht. Wir wollen nur diesen Baum. Natürlich, wir sind ehrenvolle Jäger. Wir zerstören einfach den Außenposten und nehmen alles mit, was sie haben. Okay, wir sind definitiv nicht die Guten. Jäger, es ist Zeit, den Posten der Gilde anzugreifen. Nice. Nice. Der Baum ist weg. Wollte mich verarschen. Der Baum ist weg, Leute. Diese laternischen Söldner sind ziemlich effizient. Wo ist der Baum? Moritz, gute Neuigkeit, mein Freund. Der Baum wurde erfolgreich gefunden. Wir haben ihn wie befohlen zurück zum Krater gebracht. Und die Gildentamer sind alle geflohen. Ihr hättet ihre Gesichter sehen sollen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so schnell in die Hose gemacht hat. Hahaha, hat der orange Haare? Ja. Okay, danke. Wir sollten zurück zum Krater. Ja, ja, aber schnell bitte, ja? Bevor Valos gleich auftaucht. So, dich nehmen wir mit. Nächste Trap, geil. Team ist vollgeheilt, ja. Sehr gut, dann wollen wir mal. Was mit dir? Was bist du denn jetzt? Ach, das ist sie. Ah, da seid ihr ja. Ich habe euch in Laterie beobachtet, Moritz. Ihr seid ja nicht besonders heldenhaft. Nun, was ist so besonders an diesem Baum? Ach, ihr könnt mir erzählen. Es würde ihr eh niemand glauben. Die Kraft Petram wiederzubeleben? Wenn wir das durchziehen, können uns die Tyranten helfen, Valos zu besiegen. Ach bitte, selbst mit einem Tyranten auf eurer Seite bleibt Valos Kraft unübertroffen. Schaut euch an, was ihr hier angerichtet habt. Und ihr wollt Petram nochmal durch diesen Horror schicken? Wir brauchen seine Hilfe. Das lasse ich nicht zu. Ihr verfolgt ein unerreichbares Ziel, Moritz. Ich lasse euch nicht Petram durch... Oh nein, nicht schon wieder kämpfen. Ach Mann, lass... Oh nein. Oh nein. 20, okay, ich mach 38, das ist sehr gut. Aber die hat viel, viel mehr Leben als ich. So unfair. So unfair. Ist ein Witz, was die hier schon wieder für Nexomon hat. 44, aua, das tut weh. Aber ich mach 75. Ich muss wieder Items hier nutzen. Ich raste gleich aus. Die Kämpfe sind hier sowas von... Also ohne Items, ne? Einen Nasslock hier zu machen, da wäre ich ja nach 2 Minuten direkt raus. Aus dem Part. So, komm. Weg mit dem. Weg mit dem mit Psychobombe. Nice.
Ach, du auch hier. Weiche von mir, du Dämon. Nein, Spaß. Erstmal muss ich mich hier wieder heilen. Oh, ich hätte auch ein paar Dinge... nein. Oh gut, er hat gewechselt. Das ist ganz gut. Können wir nämlich eben einen Äther hier benutzen. Einen kleinen aber. Oder einen großen. Den großen. Komm. Psi-Geisier. So, mach jetzt den größten Feind hier erstmal weg. Schade, er lebt noch. Bei ihm können wir echt gut Wiederherstellung machen, wenn ich ehrlich bin. Er macht nicht allzu viel Schaden. So, Psi-Geisier, weiter geht's. Weiter geht's, dich haben wir gleich. Alter, nerv mich doch nicht hier mit deinen Felsbrocken. So, weg mit dir. Oh Gott, noch ein Gesteinsviech. Nicht so cool. Nicht so cool. Gewechselt, okay, Wiederherstellung. 56, Das tut auf jeden Fall weh, würde ich sagen. Wo haben wir es denn hier? So, perfekt. Kannst mir ruhig nochmal Schaden machen. 14 geheilt, perfekt, Psi-Geisier. Was ist das denn jetzt hier? Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich will es am liebsten auch gar nicht wissen, welcher ich bin. Ich will ihn jetzt nur hier weghaben, ey. Heil mich bitte, danke. 74, oh, 74 tat weh. Wir haben überhaupt kein Feuerviech. Aber ich glaube, Rustu ist dagegen effektiv, oder? Rustu, was sagst du? 49. Ich sage, du heilst lieber jemanden. Ja, du heilst lieber jemanden. Hier, Kanuni. 49. Schaffst du Felssturz? Super. Und noch ein Dings. Ne, den schaffst du nicht. Egal, macht nichts. Wir holen hier wieder Kaninui raus. Psi-Bombe. 31, okay. Oh. Er wieder. Weg mit dir. Super. Sehr, sehr gut. So, du gehst jetzt aber auch weg, ja? Oh nein, Verbrennung schon wieder. Bitte greif als erstes an. Super. Hätten wir den nämlich auch. So. Oh Gott. Noch so ein Viech. Wieso wechselt der eigentlich immer sofort? Verfehlt, sehr gut. Dann Item schnell. Also wir machen mal hier 90. So. Er verfehlt nämlich. Das ist ganz praktisch. Oh Gott, da ist er wieder. Der könnte mir Schaden machen, oder? 34 tut echt weh. Das tut wirklich weh. 19 geht aber. Ist egal, sie. Alter, wie lange bin ich eigentlich verbrannt? Kann mir das jemand erklären? Bin ja ultra lange verbrannt. Komm, nochmal hier. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du stirbst. Nee, okay, schade. Dann nehme ich Pantra. Und schwarze Flamme. 44, nice. 44 ist gut. Oh, scheiße, daneben. Oh, bitte jetzt nicht sterben, Pantra. Du sollst das bitte schaffen. Oh Gott, 68, das tut weh. Das tut echt weh. So, komm wieder. Verfehlt, okay, sehr schön. Schwarze Flamme, na, schade. Schade, schade. Oh, er wieder. Psi-Geisier, weg mit dir. Perfekt, nur noch eins. So, das schaffen wir doch jetzt, oder? Das schaffen wir. Und Psycho-Bombe. Nice. Oh, Kaninui, ne? Du bist wirklich ein Held. Du bist mein Held des Spiels, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Das reicht nicht, Moritz.
Du magst stärker sein als ich, aber nicht annähernd so stark wie das, was ich erlebt habe. Ich kann euch nicht davon abhalten, Petram wiederzubeleben, aber ihr solltet euch einen besseren Plan überlegen, als einfach auf Vardos zuzuspielen. Amelie ist gewitzt. Sie ahnt bestimmt schon, was ihr plant. So, endlich kann ich den da wiederholen. Endlich, ey. Moritz, ich verstehe, warum du mich zurück in diese Welt gebracht hast, aber Vardos wird früher oder später realisieren, was los ist. Er wird erneut angreifen. Dann hilf uns, Petram. Kämpfe mit uns und den anderen Tyranten. Das ist unsere Chance zu gewinnen. Du musst ihnen nicht helfen, Petram. Wir können einfach verschwinden. Die Sache muss nicht unser Problem sein. Ich fürchte, Vardos ist jetzt jedermanns Problem. Ob wir es wollen oder nicht. Moritz, du hast deine Lebenskraft mit mir geteilt. Und jetzt werden wir dasselbe Schicksal teilen. Mein König, wo auch immer du hingehst, ich werde dort sein. Ja, gut. So, na gut, wenn Petram euch helfen will, dann werde ich auch ich helfen. Konzentriere dich darauf, alle Tyranten zurückzuholen, Moritz. Wir müssen die Gilde dort treffen, wo es weh tut. Ja, das stimmt. Ja, cool. Wie? Bringt mich der kleine Wurm nicht zurück? Ja, danke. Ja gut, Leute, das war's dann für heute mit Nexomon Extinction. Im nächsten Part werden wir dann Feuer machen. Und wir sehen uns dann. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.